Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends in Tipps und Tricks Video, nicht Info-Video. Ich habe vor einiger Zeit euch mal gebeten, unter einem bestimmten Video Kommentare zu schreiben, was ihr euch für Videos von Apex Legends von mir wünscht. Ich bin auf alle Ideen eingegangen, aber nicht jede werde ich umsetzen. Ich werde euch heute mal sagen, heute geht es um Aim verbessern, um allgemeine Tipps, wie man besser wird überhaupt im Spiel. Die Idee fand ich nämlich sehr, sehr geil, auch wenn ich selber nicht der beste Spieler bin. Das weiß der ein oder andere von euch, der mich regelmäßig verfolgt. Ich bin aber auch nicht der Schlechteste und ich habe sicherlich den ein oder anderen Tipp für euch, wie man sicherlich besser werden kann. Dann gab es noch eine Idee über alle Waffen und alle Aufsätze im Video. Das finde ich sehr, sehr umfangreich, das spare ich mir. Ich gebe aber hier noch ein paar Tipps, auf welche Aufsätze man achten sollte, welche Waffen man vielleicht als Anfänger mitnehmen sollte. Und dann gab es noch eine Idee, die werde ich auch demnächst umsetzen. Was für Wünsche habe ich noch für Apex Legends, was für Verbesserungsvorschläge, was man alles in Apex Legends noch ändern könnte. Da habe ich auch ein paar richtig coole Ideen, da bin ich mal gespannt, wie ihr die findet. Das kommt aber erst nächste Woche, denke ich mal, das Video vielleicht auch ein bisschen später. Lasst euch mal überraschen. Und jetzt sehen wir uns gleich im Trainingsmodus wieder und da haue ich mal so ein bisschen raus, was ich euch an Tipps da lassen kann. Bis gleich. So, willkommen im Trainingsmodus. Starten wir direkt mit den ersten Tipps. Und das ist eigentlich der wichtigste Tipp mit A, spielt viel, denn wer nur einmal in der Woche für ein, zwei Stunden spielt, braucht nicht erwarten, dass er schnell besser wird. Im Gegenteil nicht unbedingt, aber es wird sich nicht viel verbessern, ohne Scheiß. Ich weiß, dass viele Pro-Gamer und auch viele normale Casual-Gamer, die gehen gerne am Anfang, ich mache das nicht, muss ich dazu sagen, weil ich keinen Bock habe, immer ewig mich im Trainingsmodus aufzuhalten. Aber es gibt viele Leute, die machen sich erstmal warm, machen ihre Finger warm, gehen in den Trainingsmodus, denn im Trainingsmodus könnt ihr euch erstmal austoben, könnt euer Aim wieder so ein bisschen warm machen, könnt die einzelnen Waffen kurz mal aufheben, könnt ihr jede einzelne Waffe, wie gesagt, spielen. Hier gibt es verschiedene Waffenstände, da könnt ihr jede einzelne Waffe, die es im Spiel gibt, mal austesten, euch austoben, mit den Waffen vertraut machen, auf verschiedene Ziele, auf verschiedene Entfernungen rotzen, auf bewegte Ziele, auf Ziele, die extrem weit weg sind. Und da kann man sich erstmal ein bisschen warm machen. Das finde ich eine feine Sache. Wie gesagt, es gibt viele Turnierspieler, die das wirklich erstmal üben, um warm zu werden. Und ich würde jeden Anfänger nur empfehlen, macht das am Anfang vielleicht auch mal. Wichtig ist auch, ein ganz, ganz simpler Tipp, überhaupt besser zu werden. Einfach viel spielen. Ist Fakt. Nächster Tipp, ganz, ganz wichtig. Macht euch mit den Waffen vertraut, wenn ihr sie noch nicht kennt. Nichts ist wichtiger, als wenn ihr irgendwo landet in einem Haus, eine Waffe sucht und von der Ferne vielleicht schon erkennt, oh, da liegt eine 301 oder eine Friedensstifter, mit der kann ich umgehen oder eben auch nicht. Ich hebe trotzdem erstmal die erste Waffe, die ich finde, auf, damit ich mich überhaupt verteidigen kann. Aber wenn ich merke, zum Beispiel hier, einer der unbeliebtesten Waffen, die Mosambik, die hat ein scheiß Aim. Beziehungsweise nicht ein scheiß Aim, sondern die hat einfach nur drei Schuss, eine langsame Feuerrate. Zack, zack, zack. Ist extrem langsam. Jetzt lädt die ewig nach und da kommen wir schon zum nächsten Trick. Verkackt ihr mal Aim, schießt vielleicht hier mega vorbei. Bevor ihr nachladet, wechselt lieber zur Sekundärwaffe, wenn ihr eine habt, und rotzt drauf. Ansonsten habt ihr keine Sekundärwaffe, macht euch zu einem schweren Ziel, bewegt euch hin und her, springt, macht irgendwas oder rennt einfach weg. Ganz, ganz wichtig. So, ja, wie gesagt, mit den Waffen vertraut machen sollte klar sein. Warum solltet ihr euch mit den Waffen vertraut machen? Ich zeige euch nämlich jetzt hier mal was, was vielleicht einige nicht wissen. Ich nehme jetzt mal die Flatline und die 301 mit. Und jetzt gehe ich hier mal hoch an die Wand, denn jede Waffe hat einen Rückstoß, ist klar. Aber jede Waffe für sich hat ein und dasselbe Rückstoßverhalten, also ein bestimmtes Muster. Ich zeige euch jetzt mal, ich visiere jetzt mal an die Wand an, mache Dauerfeuer, ohne das Aim zu kontrollieren. So. Jetzt guckt euch hier das Bild mal an, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Krückstock, geht erst nach oben und bricht dann nach links aus. Jetzt mache ich dasselbe nochmal und kontrolliere wieder nicht den Rückstoß. Und jetzt seht ihr hier, geht erst nach oben, ich war jetzt von der Distanz nicht ganz so weit, deswegen sieht es nicht ganz gleich aus. Jetzt zeige ich euch anhand der Flatline einfach das nochmal, damit das Beweis genug ist. So, gehen wir nochmal ein Stück zur Seite und machen das Ganze nochmal. Gehen wir hier ran und ihr seht, hier ist es am deutlichsten zu sehen. Die geht erst hoch nach links, macht dann so eine ganz ekelhafte Kurve. Das ist der Grund, warum viele die Flatline nicht spielen. Ich finde sie trotzdem geil. Und hier seht ihr, dass das Rückstoßverhalten immer gleich ist. Das ist ziemlich, ziemlich eklig. Deswegen
nochmal betont, geht in den Trainingsmodus, nehmt euch von mir aus die Flatline und rotzt einfach mal Dauerfeuer drauf, zieht den rechten Analogstick ein bisschen nach unten und macht euch mit dem Rückstoß vertraut. Bewegt euch ein bisschen her, ganz wichtig, auch gleich mal noch ein Tipp nebenbei, das nennt sich Strifen. Wenn ihr schießt, bewegt euch mit dem linken Analogstick immer hin und her, damit ihr es dem Gegner schwerer macht, euch zu treffen. Den Fehler mache ich heute noch sehr, sehr häufig. Ich stehe manchmal wie paralysiert da und schieße, ohne mich zu bewegen. Hauptsache, ich bleibe auf dem Gegner drauf. Ist völlig dämlich, sollte man nicht machen. Gewöhnt euch das an, bewegt euch mit dem linken Analogstick hin und her. Auch ein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr schießt, versucht nicht mit dem rechten Analogstick wie verkrampft auf dem Gegner zu bleiben. Hier irgendwie versuchen drauf zu bleiben. Es ist eine absolut geile Hilfe. Sorry für die Störgeräusche. Hier ist seit dem neuen Patch sind hier irgendwelche Störgeräusche im Trainingsmodus. Ich weiß nicht, was das ist oder ob das hier normal ist. Keine Ahnung, ob das das Schiff ist. Wenn ihr auf den Gegner aimt, versucht mal nur mit dem linken Analogstick, also quasi wenn ihr euch bewegt, auf dem Gegner zu bleiben. Und nicht versuchen hier mit dem rechten Analogstick hinterher zu aimen. Ich mache das mal hier anhand des Bewegenziels. Ich bewege mich jetzt einfach nur nach rechts. Moment, jetzt wechselt die Richtung. Ich laufe einfach nur nach links, gehe mit dem Ziel quasi mit. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ich versuche einfach nur den Rückstoß zu kontrollieren. Und bewege mich mit dem Ziel mit. Das ist für euch gerade auf die Entfernung deutlich einfacher, auf dem Gegner zu bleiben. Ich versuche das jetzt mal an dem Ziel ganz hinten. Ich laufe einfach nur mit und kontrolliere so halbwegs den Rückstoß. Weil je weiter der weg ist und ihr versucht mit dem rechten Analogstick hier irgendwie drauf zu bleiben und mitzugehen, ist absolut behindert. Also ganz, ganz wichtiger Tipp, einfach ein bisschen mitlaufen und es ist deutlich einfacher, auf dem Gegner zu bleiben. So. Kommen wir zu den Aufsätzen. Ganz, ganz wichtige Nummer. Es gibt, wie bei den Rüstungen oder bei den Helmen, Aufsätze. Jede Waffe hat einen Aufsatz, erweiterte Magazine, ein Rotpunktvisier, ein Schaft oder ein Laufstabilisator. Von Stufe Weiß, Blau, Lila und Gold. Das war jetzt aufsteigend. Je höher die Farbe oder je besser die Farbe, desto besser ist der Lauf. Bei den erweiterten Magazinen ganz wichtig. Ab Stufe Blau lädt man die Waffen auch schneller nach. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ein Laufstabilisator ist mit das Wichtigste überhaupt, denn der Laufstabilisator, sagt der Name, wie ich finde, verringert den Rückstoß. Das ist jetzt der Nachteil im Trainingsmodus. Ihr könnt die Aufsätze nicht testen. Das finde ich ein bisschen schade und das ist zum Beispiel ein Wunsch, den ich äußern würde. Ich würde es geil finden, wenn hier mal irgendwo eine Kiste wäre, wo sämtliche Aufsätze drin sind. Also wie gesagt, wenn ihr einen Lauf findet, ist erstmal egal, ob der weiß oder blau oder sonst wie ist. Wenn ihr einen findet, gleich nehmen. Ganz wichtig. So seid ihr dem Gegner schon mal ein Stück weit im Vorteil, wenn er nicht besser ausgerüstet ist. Bleibt leichter auf dem Gegner. Und dann gibt es zum Beispiel noch den Schaft. Der Schaft macht zum Beispiel die Waffe vom Handling her deutlich angenehmer. Es gibt Rotpunktvisiere. Ich würde gerade Anfängern raten, nehmt ein Rotpunktvisier. Ohne Zoom erstmal, kein Snipervisier oder sonst was, denn es gibt auch, man kann auf eine Standardwaffe zum Beispiel, es geht nicht mit jeder, zum Beispiel auch ein Vierfach-Scope drauf machen, völlig bescheuert. Die Waffe verzieht so dermaßen, verkneift euch das für den Anfang zumindest, es gibt Leute, die können das. Gerade bei der 301, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, es gibt Waffen, die haben einen Einzelfeuermodus. Hier, dann kann man wieder umstellen mit dem linken Steuerkreuz und kann wieder automatisch schießen. Bei der 301 zum Beispiel könnte es sich lohnen, ein Snipervisier drauf zu machen. Aber man muss echt ganz, ganz viel üben. So, jetzt bin ich vom Faden. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach ja, wie gesagt, Rotpunktvisier. Testet euch mit dem Rotpunktvisier erstmal durch. Denn es gibt Waffen, wenn ihr kein Visier habt, und ihr habt so ein bisschen auf die Ferne einen Gegner im Visier und rotzt auf den drauf, gibt es Waffen, die haben Mündungsfeuer und dadurch sieht man manchmal den Gegner sehr, sehr schlecht. Und mit einem Rotpunktvisier könnt ihr das ein bisschen ausgleichen und könnt so einfach auf dem Gegner draufbleiben. Es gibt aber auch Waffen, wie ich finde, die handeln sich auch ohne Rotpunktvisier deutlich besser. So, jetzt möchte ich mal an alle Leute das richten, die gerne Shotgun spielen. Nehmen wir uns jetzt mal hier zum Beispiel die Friedensstifter und die IVA 8. Und da der wichtigste Aufsatz für alle Shotguns, der Shotgun Bolt. Der Bolt macht nichts anderes, dass ihr schneller schießen könnt. Zieht euch jetzt zum Beispiel mal ohne diesen Bolt die Schussgeschwindigkeit bei der Friedensstifter rein. Das ist mega langsam. Und jetzt im Vergleich mit der IVA, die hat zwar jetzt auch keinen Shotgun Bolt drauf, aber um das mal zu verdeutlichen,
Hier ist die Feuerrate gleich viel höher. Und bei der Friedensstifter mit einem lila Bolt vorne drauf ist die Feuerrate zwar trotzdem noch nicht so schnell wie bei der IVA 8, aber deutlich schneller und ihr habt im Nahkampf einfach höhere Chancen, einen Gegner wegzurotzen. Also für alle, die gerne Shotgun spielen, absolut geiler Tipp. Auch im Nahkampf, versucht nicht krampfhaft hier mit dem Visier auf dem Gegner drauf zu bleiben, ist auch manchmal nicht verkehrt, einfach aus der Hüfte zu schießen. Da könnt ihr auch ruhig mal versuchen, so ein bisschen Richtung Kopf zu schießen. Wenn eine Shotgun hat nur mal einen Streuschuss, ein paar Kugeln werden die Fresse des Gegners sicherlich schon treffen. Das finde ich auf jeden Fall keine schlechte Sache. So, jetzt noch ein paar Tipps für alle, die gerne snipen, was ich zum Beispiel nicht so gerne mache. Wir nehmen uns mal die Longbow mit und wir nehmen uns mal die Triple Take mit. Auf welcher Waffe bin ich jetzt? Passt. Hier im Trainingsmodus könnt ihr euch nämlich auch auf High Ground begeben. Für alle, die nicht so richtig wissen, was ich damit sagen will. Es ist immer von Vorteil, wenn ihr auf einer höheren Position seid, als es der Gegner ist. Es ist immer einfacher für euch, den Gegner zu treffen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel Glück haben, wenn ihr hier oben steht, sieht der Gegner vielleicht nur euren Kopf. Und ihr seht aber den kompletten Körper des Gegners. Hier könnt ihr zum Beispiel das Aim einfach mal von der Entfernung so ein bisschen testen. Jetzt habe ich keine Munition für die Triple Tag mitgenommen. Richtig schlau von mir. Auch hier den Tipp. Versucht nicht wie wild wieder mit dem rechten Analogstick auf dem Gegner zu bleiben. Sondern versucht einfach auf bewegte Ziele einfach nur mitzulaufen. Okay. Ich bin nicht der beste Sniper-Spieler zugegeben. Das wissen die meisten von euch. Aber wenn ihr einfach nur so ganz leicht das Rückstoßverhalten kontrolliert. Nicht drauf, aber egal. Ist nicht so wichtig. Es zählt der Sinn, den ich vermitteln will. Auf jeden Fall ist es hier einfacher, auf dem Gegner zu bleiben, wenn ihr einfach ein bisschen versucht mitzulaufen. Oder einfach auf die Entfernung auch ein bisschen höher zielen. Ihr seht, ich ziele eigentlich hier schon ein bisschen übers Ziel hinaus, denn jede Kugel hat ja auch einen gewissen Abfall. Je weiter weg das Ziel ist, einfach mal. Oder wenn das Ziel sich bewegt. Na, das hat jetzt hier nicht geklappt. Ah ja, gut, das Ziel bewegt sich hier sehr langsam, deswegen kann man das jetzt hier schlecht zeigen. Aber Gegner rennen manchmal sehr, sehr schnell und sollte man vielleicht noch ein bisschen vorhalten. Kann ich jetzt hier schlecht zeigen, aber der Sinn sollte klar sein, was ich damit sagen will. So, was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Ich rate jetzt keinen unbedingt, der kein Geld hat, unbedingt einen Pro-Controller zu holen. Die meisten von euch wissen vielleicht, dass ich einen SCUF-Controller spiele. Die sind schweineteuer. Das heißt auch nicht, wenn man sich einen Pro-Controller holt, dass man damit unbedingt besser wird. Der Vorteil ist, so ein Controller hat Pedals zum Beispiel. Man kann visieren, auf dem Gegner bleiben, springen und muss deswegen nicht den rechten Analogstick verlassen. Das ist das, was ich, so spiele ich zum Beispiel, auf was ich eigentlich hinaus will. Und dazu braucht man nämlich keinen SCUF-Controller. Je höher der rechte Analogstick ist, das seht ihr ja hoffentlich so ein bisschen, das ist jetzt hier spiegelverkehrt, desto sensibler könnt ihr auf den Gegner aimen. Und da habe ich einen kleinen Tipp für euch, kostet nur wenige Euros bei Amazon oder eBay. Es gibt so eine Thumbnail-Aufsätze. Die haben ja auch ein bisschen Grip. Gibt es in verschiedenen Höhen, kostet vielleicht 10 Euro so ein Set von 3-4 verschiedenen Dingern. Könnt ihr hier drauf machen und damit könnt ihr sensibler auf den Gegner aimen und bleibt dadurch leichter auf dem Gegner drauf. Das ist jetzt so ein kleiner Tipp von mir und da kommen wir schon zum nächsten Tipp, der mich darauf bringt. Geht auf Start, lasst Start nochmal gedrückt und geht in die Einstellungen. Und geht hier auf die Controller-Einstellung. Ganz, ganz wichtig. Hier gibt es nämlich Empfindlichkeit. Einmal die Empfindlichkeit aus der Hüfte. Das ist die Standard, das ist die erste Empfindlichkeit. Das bedeutet, wie schnell bewegt ihr euch, wenn ihr aus der Hüfte euch umseht. Und es gibt die Empfindlichkeit in dem Visier. Das heißt, wenn ihr anvisiert, wie schnell könnt ihr euch dabei bewegen. Und da würde ich euch den Tipp geben. Was weiß ich, als Anfänger. Fangt erstmal niedrig an, von mir aus auf Stufe 3. Und arbeitet euch dann vielleicht langsam hoch oder vielleicht auf Stufe 2. Ich habe es hier auf 4, damit komme ich am besten klar. Auch viele Pro-Gamer haben eine relativ geringe Empfindlichkeit. Was ist einfach auf die Distanz einfacher, auf ein bewegtes Ziel zu bleiben. Weil je höher das ist, desto schwieriger ist es hier, auf die Entfernung auf dem Gegner zu bleiben. Und es ist extrem schwierig hier irgendwie auf dem Gegner zu bleiben. Wenn ihr einmal eine Empfindlichkeit für euch gefunden habt, bleibt bei dieser. Kann ich euch nur empfehlen. Achso, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Tipp erzählt habe. Falls ich das jetzt doppelt erzähle, verzeiht mir das. Ganz, ganz wichtig im Nahkampf, weil ich sage, findet eure Empfindlichkeit. Es ist manchmal, seid ihr zum Beispiel in einem Haus, auf einmal kommt ein Gegner, mit dem ihr nicht rechnet, an euch vorbeigeheizt. Ihr versucht noch
den anzuvisieren, der läuft auf einmal ganz schnell an euch vorbei. Und wenn ihr eine beschissene Empfindlichkeit habt, kommt ihr mit dem Aim gar nicht hinterher, wenn der an euch vorbeirennt. Dann lasst das Visieren los und dreht euch aus der Hüfte hinterher und versucht vielleicht aus der Hüfte ein bisschen zu feuern. Und wenn ihr dann wieder richtig drauf seid, könnt ihr auch wieder anvisieren. Ist ein Tipp von mir, der sehr, sehr, sehr hilfreich ist. Es gibt auch Waffen, zum Beispiel hier, die Friedensstifter, um euch das nochmal zu verdeutlichen. Die ist im Nahkampf ein absolutes Biest, ohne überhaupt visieren zu müssen. Hier. Hier könnt ihr getrost einfach mal aufs Gesicht aimen. Und ihr trefft auch aus der Hüfte. Mega geil das Ziel. Und wenn ihr nicht richtig trefft, da wenigstens ein paar Kugeln, die schon entscheidend für den Kampf sein könnten. Jetzt fällt es mir ein, was ich noch sagen wollte. Richtet sich auch hauptsächlich an alle Anfänger. Ich weiß, es findet jeder geil, wenn er einen mega Headshot austeilt. Aber die Ziele bleiben nun mal nicht still stehen und bewegen sich. Ich rate jedem, es ist sinnvoller, auf den Oberkörper zu zielen und wenigstens etwas zu treffen, als auf den Kopf zu zielen und gar nichts zu treffen. Das ist mega behindert. Deswegen rate ich euch hier, wenn ihr hier veraimt, ihr seid vielleicht nicht richtig drauf, schießt lieber auf den Körper, trefft ein paar Kugeln, macht wenigstens ein bisschen Schaden. Das ist immer wichtiger, als gar nichts zu treffen. Wenn ihr es irgendwann richtig drauf habt, könnt ihr immer noch bewusst auf den Kopf zielen. Und wenn ihr auf den Kopf zielt, dann macht es mit einer Sniper, wenn ihr gut snipen könnt irgendwann. Ich für mich ziele heute noch bewusst nicht auf den Kopf. Es sei denn, ihr geht mit einer Shotgun, zielt so auf Halsregion, ihr habt einen gewissen Rückstoß und dann trefft ihr auch mega geil den Körper. Wie gesagt, das ist ein absolut wichtiger Tipp, weil es ist frustrierend, den Gegner nicht zu treffen als Anfänger, weil man die ganze Zeit auf den Kopf zielt. Verkneift euch diesen Blödsinn, kann ich jedem nur raten. So, vom Strifing allgemein, was ich vorhin erzählt habe, wenn ihr auf den Gegner drauf seid, hier nach links und rechts, hatte ich vorhin erzählt, möchte ich nochmal drauf eingehen, allgemein, wenn ihr im Zweikampf irgendwie gegen Gegner seid, bewegt euch so viel wie möglich, macht euch zu einem schweren Ziel und bleibt nicht stehen, was auch ganz, ganz wichtig ist. Schießt nicht, wenn ihr mitten auf dem Feld irgendwo seid und denkt, oh, da läuft einer. Mache ich immer noch oft den Fehler, ist einfach so, weil ich manchmal einfach dumm bin, versucht Deckung zu nutzen. Schaut nicht immer, dass ihr mitten auf dem Feld seid, rotzt auf den Gegner drauf zu, schaut, dass ihr ein bisschen Deckung habt. Rotzt auf den Gegner. Und wenn der euch mitkriegt und euch irgendwie im Visier hat und Gegenwehr leistet, verpisst euch in die Deckung, überrascht ihn, klettert vielleicht auf die Deckung drauf, womit er nicht rechnet, oder umlauft die Deckung. Und er hat vielleicht keine Ahnung, wo er langläuft. Dann umlauft ihr den Kollegen. Der Gegner weiß vielleicht nicht, wo ihr seid. Macht euch so auch nochmal schwerer zu treffen. Ist auch keine schlechte Sache. Dann, ich bin mir jetzt sorry, wenn ich vielleicht ein bisschen verchecke, ich habe hier so viele einzelne Tipps, dass vielleicht das ein oder andere sich doppelt, das tut mir leid, falls das so sein sollte. Was ich auch noch erzählen sollte, wenn ihr Anfänger seid, fällt es euch vielleicht schwer, auf den Gegner vollautomatisch drauf zu rotzen. Es ist nicht verkehrt, wenn ihr Feuerstöße macht, dadurch verringert sich der Rückstoß und es ist einfacher auf dem Gegner zu bleiben, als wenn ihr versucht, hier vollautomatisch, verzieht ihr vielleicht absolut. Und ich würde euch als Anfänger auch keine Burstwaffen wie zum Beispiel die Prowler empfehlen. Die haben wir hier. Die schießt in Dreiersalven. Die verzieht nämlich auch sehr. Die hat zum Beispiel, das ist einer der besonderen Waffen, die hat einen Aufsatz. Der sieht so, das ist ein lilaner Aufsatz. Damit könnt ihr die auf vollautomatisch stellen. Kann ich euch jetzt hier leider nicht zeigen. Dadurch ist die Waffe deutlich besser zu handeln. Bei den Bursts ist es leider so. Verdammt, warum habe ich denn keine Munition mehr? Bei den Bursts ist leider das Risiko hoch, dass wenn ihr einmal drauf schießt und der Gegner sich bewegt, fällt es euch schwer, wieder auf den Gegner drauf zu kommen und verpeilt dann irgendwie die nächsten Schüsse richtig zu landen. Das geht mir bei der Prowler ganz, ganz häufig so, deswegen rate ich gerade Anfängern, nehmt erstmal vollautomatische Waffen, wie die Spitfire zum Beispiel. Die Spitfire hat keinen extremen Rückstoß, der ist relativ easy zu kontrollieren und auch hier einfach nochmal erwähnt, schaut darauf, dass ihr einen Lauf findet, dass ihr einen Schaft findet und das macht das Handling umso einfacher. Und bei der Spitfire auch ein Tipp von mir für Anfänger, das ist eine geile Anfängerwaffe. Das Magazin ist standardmäßig schon sehr groß und wenn ihr das lila Magazin findet, habt ihr 55 Schuss und könnt erstmal mega, mega lange draufrotzen,
Wenn ihr hier alle Kugeln trefft, sind wir bei über 600 Schaden. Damit könnt ihr locker einen Gegner komplett runterballern und vielleicht sogar noch einen zweiten, wenn ihr das irgendwann richtig drin habt. Noch ein Nebentipp von mir. Also für alle, die Anfängerwaffen suchen, die Spitfire ist eine schwere Waffe. Verlangsamt übrigens auch die Gegner, dadurch können die nicht mehr so schnell wegrennen. Außer die Gibraltar und Kaustik, da hat man das gepatcht, die können nicht mehr verlangsamt werden, weil die eine riesen Hitbox haben. Ach so, was auch eine gute Variante ist, um dem Gegner mal so richtig auf den Sack zu gehen. Wenn euch die Munition ausgeht, ihr habt vielleicht nur noch 6. Jetzt lade ich Nachricht, Trottel. Ihr habt vielleicht nur noch hier 6 Schuss, seid gerade am Nachladen, ihr seid aber so nah dran und habt vielleicht keine Munition mehr. Haut den einfach eine in die Fresse. Wenn ihr wisst, der ist so low, dass vielleicht 1-2 Schläge reichen könnten, versucht ihn vielleicht zu verfolgen, wenn er wegrennt. Und haut den eine rein. Was war denn das? Okay, das kenne ich auch noch nicht. Kann auch sein, dass der Trainingsmodus einfach zu Ende ist. Ich habe keine Ahnung, das ist mir auch noch nie passiert. Ich bin eigentlich, so jetzt nach dem Funny Failure, ich bin eigentlich durch. Ich wusste gar nicht, dass der Trainingsmodus auch ein Ende hat. Ich bin mit meinen Tipps und Tricks eigentlich soweit durch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, wenn ich irgendwas doppelt erzählt habe, nehmt es mir nicht übel. Ich habe jetzt die Aufnahme mehrmals versucht, damit es ein bisschen vernünftig wird. Vielleicht habe ich das ein oder andere doppelt erzählt. Nehmt mir das also nicht übel, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen da, würde ich mich extremst drüber freuen. Ein Abo, wenn ihr neu seid und keine Infovideos oder Tipps und Tricks-Videos mehr von mir verpassen wollt. Regelmäßige Livestreams gibt es natürlich auch von mir. Das war's soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns morgen für alle, die das Video heute sehen, bei meinem XXL-Stream, der circa ab 15 Uhr startet. Haut rein, ciao.